Heute möchten wir zusammen mit euch in die Vergangenheit der Menschheitsgeschichte reisen. Genauer gesagt widmen wir uns einigen der bemerkenswertesten Relikte längst vergangener Tage, die mitunter tausende von Jahren vor unseren Augen verborgen blieben und erst kürzlich zurück ans Tageslicht gelangten. Viel Spaß mit 7 unglaublichen archäologischen Funden. Dir gefallen Videos über geheimnisvolle Entdeckungen? Dann zeig es uns gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere Topwelt und starte noch heute mit uns eine abenteuerliche Reise, um die neuesten erstaunlichen Entdeckungen aus der ganzen Welt zu erforschen. Lasst uns loslegen! Silverdale Hoard. Im Spätsommer des Jahres 2011 gelang dem Briten Darren Webster in der Nähe der beschaulichen englischen Gemeinde Silverdale ein atemberaubender Fund, der in der Welt der Archäologie auf Anhieb für großes Aufsehen sorgte. Mit einem Metalldetektor ausgestattet, begab sich Darren gezielt auf die Suche nach verborgenen Kostbarkeiten der Vergangenheit, die vor dem Auge der modernen Welt gut versteckt im Erdreich schlummerten. In einer Tiefe von nicht einmal einem halben Meter stieß der Hobbyschatzsucher schließlich auf ein Sammelsurium der verschiedensten Kostbarkeiten, das anschließend als der Schatz von Silverdale bekannt werden sollte. Im Detail handelt es sich bei dem Depotfund um über 200 aus Silber gefertigte Schmuckstücke, die aus der Zeit der Wikinger stammen. Der Silberschatz brachte es dabei auf ein Gesamtgewicht von rund 1 Kilogramm und datiert aller Wahrscheinlichkeit nach aus dem Jahr 900 nach Christus. Die enorm kostbare Sammlung, die in der Landessprache als Silverdale Hoard berühmt wurde, ist zudem der viertgrößte Schatz der Wikinger, der bisher in England entdeckt werden konnte. Im Kern vergruben die Nordmänner 10 Armreifen, 2 Ringe, verschiedene Broschen und unzählige Stücke sogenannten Hacksilbers, also jenen Bruchstücken des kostbaren Metalls, welches während der Ära der Wikinger als Zahlungsmittel fungierte. Von den britischen Behörden wurde der Silverdale Hoard offiziell als Schatz kategorisiert. Dieser Umstand war vor allem für den Finder des Silberhorts von unliebsamem Interesse, bedeutete die Einordnung seitens der Experten doch, dass Darren Webster seinen Fund nicht behalten durfte. Das Recht des Schatzes wurde einem Museum zugesprochen. Schlussendlich gelang es dem Lancashire County Council, die Summe von umgerechnet rund 122.000 Euro zu bezahlen und den Schatz von Silverdale in seinen Besitz zu bringen. 3500 Jahre altes Königsgrab. Die Entdeckung einer altertümlichen Grabstätte ist im Feld der archäologischen Forschung immer eine atemberaubende Attraktion. Wenn es sich bei dem Bestatteten dann auch noch um einen einflussreichen, hoch angesehenen Vertreter seiner Ära handelt, ist die Faszination seitens der Archäologen perfekt. Das Kriegergrab, welches 2015 nahe der antiken griechischen Stadt Pylos gefunden wurde, stammt aus der Zeit um 1450 vor Christus und beherbergt neben den sterblichen Überresten eines verstorbenen Soldaten auch zahlreiche edle Grabmitgiften, die dem Verschiedenen für seine Reise ins Jenseits mit auf den Weg gegeben wurden. Während die große Grabstätte im Jahre 2015 eingehend untersucht wurde, stießen die zuständigen Mitarbeiter auf das erstaunlich gut erhaltene Skelett des Bestatteten. Die Mitgiften, die dem Toten seinerzeit beigelegt wurden, überstiegen die kühnsten Träume des Forscherteams. Die Archäologen fanden mehr als 3500 Gegenstände im Grab des Kriegers. Neben den Waffen und Rüstungen, die sich in der letzten Ruhestätte des Verstorbenen befanden, bekamen die Experten auch unzählige kostbare Juwelen und zahlreiche Objekte aus Gold und Silber zu Gesicht. Es waren besonders die kleinen Details, welche einige der Schmuckstücke zierten, die das Interesse der Experten weckten. Demnach befanden sich mehrere Abbildungen auf einigen Ringen und Steinen, die verschiedene Szenarien der antiken griechischen Mythologie darstellten. Die Grabbeigaben und die Analysen der Forscher legen die Vermutung nahe, dass es sich bei dem Bestatteten mit großer Wahrscheinlichkeit um einen hohen Würdenträger seiner Zeit handelte, durch dessen Adern vielleicht sogar königliches Blut floss. Froome Hoard. Wir alle kennen das freudige Gefühl, wenn wir in der hintersten Ecke unserer Jackentasche auf etwas Geld stoßen, das schon lange in Vergessenheit geraten war. Dies ist jedoch nichts im Vergleich zu den Emotionen, die sich bei den Entdeckern des gigantischen Hoard von Froome eingestellt haben dürften, als sie im Jahre 2010 auf einen unermesslichen Schatz stießen, der aus dem altrömischen Reich stammte. Im Detail umfasst der Hoard von Froome, dessen Name sich vom Fundort der archäologischen Entdeckung ableitet, rund 52.500 Münzen. Lange bevor der gesamte Hort geborgen wurde, stießen die Menschen auf dem entsprechenden Feld immer wieder auf einzelne verstreute Münzen. Die bis zum Jahre 1867 rund 175 gefundenen Exemplare waren dabei jedoch nur ein Vorbote dessen, was rund 140 Jahre später ans Tageslicht kommen sollte. Die enorme Anzahl der Münzen machen den sogenannten Froome Hoard gleichzeitig zu einem der größten Schätze, die jemals in Großbritannien gefunden wurden. Der heutige Wert der unzähligen Silber- und Bronzestücke beträgt umgerechnet etwa 355.000 Euro.
Die Münzen enthalten 67 verschiedene Prägungen, welche die Konterfeis von insgesamt 21 Kaisern und drei Kaisergattinnen abbilden. Nachdem die Römer von der britischen Insel vertrieben wurden, geriet auch der um das Jahr 290 nach Christus deponierte Schatz für lange Zeit in Vergessenheit. Die Frage, wieso sich die Römer überhaupt dazu entschieden haben, eine derart kostbare Sammlung im Erdreich zu vergraben, kann mit dem Glauben der Besitzer beantwortet werden. In der religiösen Tradition der Römer war es Sitte, den verschiedenen Göttern symbolische Opfer darzubringen, um die übernatürlichen Wesen auf diese Weise gnädig zu stimmen. Sede-Inga-Pyramiden. Im Sudan im Nordosten des afrikanischen Kontinents stießen einige Forscher zwischen den Jahren 2009 und 2012 auf über 80 kleine Pyramiden, welche der Menschheit bis dato vollkommen unbekannt waren. Die Sede-Inga-Pyramiden befinden sich westlich des Nilufers und wurden einst mitten in der Wüste entlang einer alten Handelsroute erbaut. Während die größten Vertreter der Pyramiden rund 7 Meter hoch sind, messen die kleinsten ihrer Art gerade einmal 75 cm. Die einzelnen Bauten enthielten mitunter kostbare Relikte. Dieser Umstand führte die Experten zu der Vermutung, dass es sich bei der Sede-Inga-Region einstmals um ein blühendes Areal gehandelt haben musste, dessen Bewohner dank des Handels mit dem angrenzenden Ägyptischen Reich zu bedeutsamem Wohlstand gelangt waren. Wie es für die Bauten üblich ist, dienten auch die Pyramiden von Sede-Inga vornehmlich als Grabstätten. Die aus Steinblöcken gefertigten Gebilde waren dabei jedoch nicht nur für die königlichen Herrscher der damaligen Zeit vorgesehen, sondern wurden hauptsächlich für wohlhabende Bürger errichtet. Hinsichtlich ihrer detailreichen Gestaltung weisen die Sede-Inga-Pyramiden große Ähnlichkeiten mit ihren ägyptischen Pendants auf. So finden sich Abbildungen prachtvoller Vögel oder ästhetischer Blumen auf den uralten Grabstätten wieder, die wahrscheinlich um das Jahr 1 vor Christus errichtet wurden. Obwohl die Pyramiden bereits zum Jahre 2012 entdeckt wurden, gerieten die antiken Gebilde im Jahre 2018 erst so richtig groß in die Schlagzeilen. Dies war der Zeitpunkt, an dem einige Archäologen auf zahlreiche Schriften und Artefakte stießen, die bis dato im Innern der Bauten versteckt waren. Damit sind mitunter die unzähligen Grabinschriften gemeint, welche viele Innenwände der Pyramiden zieren. Verfasst wurden diese Texte in der meroitischen Sprache, der ältesten afrikanischen Sprache überhaupt. Doch auch die Überreste einer alten Kapelle und viele Grabbeigaben sollten die Wissenschaftler auf Anhieb in ihren Bann ziehen. Grab von Ptahmes. Im Feld des altägyptischen Totenkultes lassen sich anhand der Bestattungsart viele Rückschlüsse auf die Persönlichkeit des Verstorbenen sowie seine gesellschaftliche Stellung zu seinen Lebzeiten ziehen. Die unvergleichlichen Artefakte, die sich im Grab von Ptahmes befanden, lassen keinen Zweifel darüber aufkommen, welchen bedeutsamen Stellenwert der Ägypter während seines Lebens besessen hat. Tatsächlich handelte es sich bei Ptahmes um einen wichtigen Vertrauten der Pharaonen Sethos I. und Ramses II. Nachdem Ptahmes am Ende des 13. Jahrhunderts vor Christus schließlich verstarb, wurde der einstmals wichtige Offizielle folglich mit allen erdenklichen Würden zur letzten Ruhe gebettet. Das Grab von Ptahmes wurde ursprünglich im Jahre 1885 von einigen Grabräubern entdeckt, geriet anschließend aber für lange Zeit wieder in Vergessenheit. Erst im Jahre 2010 gelang es den Experten schließlich, die Grabstelle von Ptahmes erneut ausfindig zu machen und eingehend zu untersuchen. Glücklicherweise hatten die Grabdiebe nicht alle Artefakte der Grabkammer mitgenommen, sodass sich noch immer viele Kostbarkeiten in der Gruft des alten Ägypters befanden. Unter anderem stießen die Forscher auf einige Stelen. Die als Grabsteine verwendeten Platten wurden mit detailreichen Bildern verziert. Auf einer der Stelen befand sich sogar das Abbild von Ptahmes selbst. Darüber hinaus fanden die Archäologen viele Figuren, Gefäße aus Ton und Amulette. Besonders interessant waren für die Forscher jedoch die Überreste einiger Krüge, an deren Innenflächen sich Rückstände von uralten Lebensmitteln befanden. Die weiteren Untersuchungen ergaben, dass es sich bei diesen Rückständen um die Überbleibsel eines antiken Hartkäses handelte, der wahrscheinlich einst aus Schafs- und Kuhmilch hergestellt worden war. Somit stellen die Nahrungsreste im Grab von Ptahmes den ältesten festen Käse der Welt dar. Wikinger-Schiffsgrab. Wie so viele andere altertümliche Zivilisationen betrieben auch die Wikinger ihren ganz eigenen Totenkult. Demnach war es nicht unüblich, dass sich in den Grabstätten der verstorbenen Wikinger ganze Schiffe befanden, mit denen die dahingeschiedenen Nordmänner schlussendlich ins Jenseits gelangen sollten. Auch dieses Bootsgrab wurde in dieser altertümlichen Tradition der Wikinger angelegt. Die Grabstätte, die sich auf der schottischen Halbinsel Ardnamurchan befindet, ist gleichzeitig das erste wikingerzeitliche Schiffsgrab, das im Vereinigten Königreich gefunden wurde. Entdeckt wurde das Grab im Jahre 2011, während es im 10. Jahrhundert angelegt wurde.
Der Schiffsgrab bestand einst aus einem rund 5 Meter langen und etwa 1,5 Meter breiten Boot, auf dem ein Krieger zusammen mit diversen Waffen und einigen Mitgiften beerdigt wurde. Über die Jahrhunderte hinweg fielen weite Teile des Bootes dem Zahn der Zeit zum Opfer, wodurch vom einstmals prächtigen Wassergefährt aktuell nur noch die Konturen zu erkennen sind. Allerdings überstanden die 200 Nieten, welche die einzelnen Bestandteile des Bootes zusammenhielten, den Test der Zeit. Neben einigen Knochen des Toten befanden sich auch zahlreiche Überreste verschiedener Waffen im Grab des Nordmannes, darunter Teile seines Schwertes, seines Speers und seiner Axt. Große Städte von Opferpferden. In der Zeit des antiken Chinas gehörte der Staat Qi zu den einflussreichsten Ländern des Kontinents. Zwischen den Jahren 547 und 490 v. Chr. Befand sich der Herzog Jing von Qi an der Spitze des besagten Reiches. Als der Herrscher schließlich verstarb, wurde dem mächtigen Staatsmann eine gigantische Grabstätte gewidmet, welche die Vorstellungskraft vieler moderner Forscher bei weitem überschreitet. Das Grab des Herzogs von Qi befindet sich nahe des heutigen Dorfes Yatu in der ostchinesischen Provinz Shandong. Als die Grabkammer im Jahre 1964 schließlich gefunden wurde, trauten die Entdecker ihren Augen nicht. Tatsächlich befanden sich in der letzten Ruhestätte des Herrschers Dutzende Tierskelette, die zusammen mit dem verstorbenen Staatenführer begraben wurden. Demnach stießen die Archäologen auf 145 geopferte Pferde, die laut Ansicht der Experten lediglich die Spitze des Eisbergs darstellen dürften. Die Archäologen vermuten, dass sich in den übrigen, bislang noch unerforschten Bereichen des Grabes noch hunderte weitere geopferte Pferde und andere Tiere befinden könnten. Welcher archäologische Fund hat euch am meisten interessiert? Wir sind auf eure Kommentare gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es uns gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.